Herzlich willkommen, meine Freunde. Wir sind wieder hier in Duelist of Legacy Yu-Gi-Oh! Ich mache hier nochmal 3 Kartenpacks auf. Das mache ich jetzt, denke ich mal, immer vor jeder Folge. Im letzten Part haben wir... Was haben wir da nochmal gemacht? Wir haben einerseits gegen Alexis gekämpft und den ersten Schattenduelland besiegt, den Schattenreiter Titan. Und ja, ne? Jetzt geht's halt langsam richtig los in die Welt, weil das waren jetzt noch die leichten. Was, fünfköpfiger Drache WTF? Okay, okay, Bestien, was hast du für Karten? Ne, so alles für Cybus. Ist das Zayden da links? Keine Ahnung. Cybus dachte, dass er nicht stark genug war, um sich zu duellieren, und er hinterließ eine Nachricht für Zayden, um ihm zu sagen, dass er die Akademie verlässt. Nachdem finden der Nachricht suchten Zayden und Chumley verzweifelt nach Cybus und sein Bruder Zayden. Zayden war nicht überrascht, dass Cybus aufgab. Also, das ist Zayden, der Top-Duellant der Schule. Du gibst auf? Nun, ja, irgendwie. Es war auch Zeit. Du bist sein großer Bruder, wie kannst du so etwas sagen? Weil ich ihn kenne. Ich wette, du glaubst, dass du das tust, aber weißt du was? Tust du nicht. Und ich werde es jetzt beweisen, lass uns duellieren. Ein Slifer duellieren? Klar, warum nicht? Immerhin ist es schon eine Weile her, seit ich mich unters Volk gemischt habe. Dann mach dich bereit. Okay. Achso, ich dachte, wir kämpfen gegen Cybus mit Zayden. Aber dass wir jetzt gegen Zayden mit Zayden kämpfen, das ist schon cool. Finde ich gut. Wäre natürlich jetzt lustig, wenn ich jetzt extra verlieren würde, weil dann wäre die komplette Geschichte zerstört. Oh, ich wollte schon sagen, hä? Die Karten laden nicht? Okay. Aber ich habe wirklich echt überhaupt keine Ahnung von Maschinen und so ein Kack. Deswegen mache ich erstmal Dimensionskapsel und gucke, was ich da Brauchbares finde. Ich denke mal... Fusion ist immer gut, oder? Ich hoffe mal schon. Was haben wir hier? Hat sie gehört, ein Monster, das geht, erhält sie nur während des Damage. Selbst 300 Attack. Okay. Aha. Ich bin gerade ein bisschen überfordert tatsächlich. Hab nämlich echt überhaupt keine Ahnung, was die machen. Und ich habe eigentlich auch keinen Bock, die ganzen Maschineneffekte durchzulesen. Ne? Mal gucken. Oh, toll. Kacke. Fängt das schon mal gut an. Muss gleich mal gucken, was ich auch sparen muss. Oh. Oh, Zayden hat neues Deck. Okay. Mattballon. 3000 Def ist echt viel. So, okay. Endphase. Okay, das bisschen. Ich glaube schon, ne? Kann ich ne, kann ich nicht machen. Was brauche ich denn? Ich brauche entweder Cyberdrache und Cyberdrache oder Cyberdrache, Cyberdrache. Okay. Ach so. Aha. Dann mache ich mal das hier. Füge deine Hand ein Lichtmonster, wähle eine Typmaschine in deinen blablabla. Beide Effekte. Nee, kann ich nicht. Dann das hier. Dich hätte ich ganz gern. So. Weil ich die Karte einfach spezial beschwören kann. Und dann kann ich den angreifen. So, Angriff. Perfekt. Und Poly-Dingsy-Bumsy kann ich nicht machen. Ist gar nicht so schlimm. So, dich rufe ich einfach. Und... was war denn der Effekt? Egal, ist eh zu spät. Ist eh zu spät. Ja, okay. Naja. Ne, ist nicht ganz so tragisch jetzt. Ach, noch eine Poly. Toll, jetzt kommt noch eine. Geil, ich habe alle Poly-Dingsy-Bumsys. Geil, geil, geil. So, 13... Oh, Effekt. Warte. Warte nochmal. Falls diese Karte ein Monster des Gegners erhält, sie bleibt einmal pro Spielzug, kannst du eine Karte in deiner Hand vorzeigen. Der Name dieser Karte wird bis zu Endphase zu Cyberdrache. Bis zu Endphase Cyberdrache. Okay. Effekt aktivieren. Hört sich interessant an. So.
wo haben wir sie? Verstehe ich jetzt nicht ganz so. Aber, okay. Poli Dingsi Bumsi. Ah, wir können den hier rufen. Perfekt. So, dich und dich und dich. Geil. Super. Dann rufen wir den jetzt. Und... Ja, ein Cyber-Enddrachen. 4000, ey. 4000 ist heftig. So. Dann... warte. Effekte gibt es da nicht. Okay. Dann greif den mal an, bitte. Danke. Oh. Ja, macht dir nur trotzdem Schaden, ne? Armes kleines Kuibuschen. Ne, das ist echt Mist. Mist, Mist, Mist. Also gerade Wiedergeburt. Was kommt jetzt? Okay, ein Cyberdrache. Jetzt habe ich Angst. Was hat er damit vor? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Falls diese offene Karte als Ziel für ein Duell für den Rest des Spiels kein... Okay. Dann mach ich das einfach mal beschwören. So. Eine Cyberlarve. Larve. Und Angriff auf dich. Gut, war die richtige Entscheidung. Er holt sich seine Pulli-Dingsi wieder. Und seine Fusionskarte. Okay. Ist in Ordnung soweit. Soweit so gut. Ah, ja, der Kampf war auch eigentlich relativ geschillt. Oh Gott. Ah, okay. Geht noch? Wieder angreifen, oder was? Okay. Ja, komm, mach mal Effekt hier. Und Angriffsposition. Ah, gut so, ey. Meine kleine Larve. So, was ziehe ich? Ich ziehe... So ein Scheiß. Ich habe schon alle Poli-Dingi. Dingsi Bumsi und das war schon cool. Das ging ja schnell, ne? Das ging echt ratzefatz. Danke für ein tolles Duell, Zane. So, Zane, was glaubst du? Ich denke, Cyrus wählt gute Freunde, Alexis. Dein Bruder hat richtig gute Fähigkeiten. Naja, zumindest habe ich das Aussehen. Hahaha. Komm schon, lass uns zu Hause gehen und an unserem Deck arbeiten. Ja. Gut, gut, gut. So, weiter. Die Formel zum Erfolg machen wir auch mal direkt. Dr. Crawler war auch noch immer auf der Suche nach jemandem, der Jaden Yuki in einem Duell besiegen konnte. Er dachte, dass er seine Antwort im besten Misawa, ein mathematisches Genie, das seine Duelle in eine exakte Formel berechnet, gefunden hätte. Später in der Klasse sagte ein blauer Kamerad zu Chess Princeton, dass er nicht mehr in dem Obelisk Blue Abschnitt sitzen kann. Chess musste jetzt mit dem Ra Yellow Verlierer sitzen. Ich spreche das lieber Englisch aus, weil Ra Gelb hört sich scheiße an. Das ist alles falsch. Ich gehöre nicht dorthin mit diesen Verlierern. Dr. Crawler, sag alle, dass es ein Irrtum ist. Sag ihnen, dass ich hierher gehöre. Aber das tust du nicht. Nicht mehr seitdem du das Duell verloren hast. Gegen wen nochmal? Ach ja, ich erinnere mich. Jaden Yuki. Das ist, warum du morgen Beste Misawa duellierst. Und wenn du gegen ihn auch verlierst, werdet ihr zwei Wohnheime wechseln. Du meinst, ich werde ein Ra Yellow Duelland? Ja, sehr gut. Nun, wenn du... nur so gut dich duellieren könntest, wie du hören kannst. Am nächsten Morgen sagte ein Mitarbeiter der Schule zu Jaden, dass eine größere Anzahl von Karten auf dem Wasser schwimmen, bei den Docks. Jaden, Bastion und Cybus gingen, um es zu untersuchen. Ah, das ist Ring der Zerstörung. Und Vorseplünderer. Bastion, das sind alle deine Karten. Es ist meine eigene Schuld, das Deck war in meinem Schreibtisch und ich zog meinen Schreibtisch auf den Flur gestern, als wir die Malerei hatten. Jemand muss sie da weggenommen haben. Wer würde so etwas tun? Jemand, der nicht will, dass du ein Obelisk Blue fortschreitest, das ist schwer. Dein Deck ist komplett ruiniert. Oh Mann, was in der Welt willst du jetzt tun, Bastion? Deine Beförderungsprüfung ist in weniger als einer Stunde. Weniger als eine Stunde später. Bastion, du hast es geschafft und ich sehe, du hast ein paar Freunde mitgebracht. Ich hoffe, du liest dich besser als deine Freunde um dich herum. Moment mal, Chess, ist dein Testgegner gegen Spieler Bastion? Dann wird er derjenige gewesen sein, der deine Karten weggeworfen hatte. Wie bitte? Ich weiß nicht, wovon er spricht, Dr. Kohler. Ich habe nichts gemacht. Oh, ist das so? Ich sah dich, Chess, heute Morgen beim Wasser. Du hast sie reingeworfen und ranntest weg. Ich würde normalerweise nicht petzen, aber man spielt nicht rum mit jemandes Deck. Ach komm schon, wer sagt, dass ich nicht meine eigenen Karten wegwarf? Ich glaube, Bastion und ich hatten einfach ähnliche Decks, das ist alles. Lügner! Niemand nennt mich ein Lügner und niemand sagt, ich bin ein Dieb. Gut, dann bist du es nicht. Lass uns einfach nur unser Duell haben.
Okay. Kämpfe ich jetzt mit Bastion oder mit Chess? Das weiß ich gerade nicht. Okay, mit Bastion, Misaba. Misaba. Okay. Oh. Jura-Wunderei. Okay. H2O. Boah, ich habe eigentlich nur gute Karten. So. Dann können wir jetzt nichts machen. Ne? Oh Gott, ich hoffe, er holt sich nicht seinen schillernden Drachen, oder wie der heißt. Ne, er holt sich den, okay. Und gemeinsam sind wir stark. Oh, ich raste aus. Karte ist echt stark. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Topf der Gier, super. Effekt aktivieren. Was bekomme ich? Okay. Alle Monster vom Typ Dinosaurier erhalten 300. Dann können wir einmal das hier machen. So, weil gemeinsam in der Stark ist sehr, sehr stark. So, dann mache ich das hier. Hallo. So, was habe ich Schönes bekommen? Wenn ein Monster des Gegners einen Angriff, wähle ein Monster der Stufe 4 oder niedriger Beschwörung ist als Spezialbeschwörung. Okay, dann kommt H2O weg. Ach, noch eine. Dann die. Und wir rufen dich. Und da die Fallenkarte ohne Monster keinen Sinn macht, hier bitte. Und Angriff. 2200, boah, ist schon mal heftig, finde ich. Das ist echt heftig. So, mal gucken, was er macht. Er hat nämlich, glaube ich, kein Dino. Okay. Er legt eins auf den Deck. Ich weiß nicht, was das gebracht hat für ihn, aber okay. So, dann hier. Und Angriff. So, du greifst den da an. Bitteschön. Und so. Perfekt. Ist jetzt auch keine große Herausforderung, oder? Für Bastion Misawa. Das ist schon in Ordnung. Zug Ende. Oh, Oxygedon habe ich wieder. Perfekt. Perfekt, perfekt. Und dann können wir wieder angreifen. Hopp, hopp. Tada. Und wir haben, denke ich mal, gewonnen. Oh, das ging ja echt easy. Easy peasy, Alter. Perfekt. Ein gutes gespieltes Duell, Chase, aber nicht gut genug. Pure Glück. Du zogst eine Glückskarte und stolpertest in den Sieg. Das ist alles. Vielleicht aber ist Glück begünstigt den Vorbereiten und ich war bereit, dich mit ein halbes Dutzend anderen Karten zu schlagen. Es tut mir leid. Du hättest auf eine oder andere Weise verloren. Chase, du strahlst, du hast gelogen, betrogen und du hast verloren. Du verdienst es, degradiert zu werden. Nee, das kann nicht sein. Okay. Oh, neues Booster Pack. Da gucken wir doch auch mal direkt rein, oder? Komm, da gucken wir rein. Kartenshop. Und zwar hier. Oh, schon drei Stück. Chess, Princeton. Oh, Mart. Die sieht cool aus. Sieht ja echt cool aus. Okay. Ja, ich würde dann einfach sagen, links kommt ihr zum neuesten Video und rechts zur aktuellsten Playlist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns an den nächsten wieder. Bis dann. Euer Kamito. Und ciao.